Was an der Tepes Hausausstellung besonders ist, ist die extrem hohe Entscheiderdichte hier. Wir nutzen jetzt die NC-Sets, die Automatisierungstools, sehr stark. Wir haben da für uns angepasste Varianten bekommen, die typisch eben für unsere Erzeugnisteile sind. Und das spart richtig Zeit. Ja, interessant ist halt immer kollisionsfreies Fräsen, das heißt also vorher auch schon checken auf Kollisionen. Das ist ja interessant, Automatisierung in der Datenaufbereitung, in der Programmierung, das sind halt immer sehr interessante Themen für mich. Es geht ja darum, intelligent Kollisionen zu vermeiden. Das heißt, habe ich das nachgeschaltet, mache ich unnötige Schleifen, muss Korrekturen machen, muss zurück in die Programmierung gehen. Wir haben das kombiniert und integriert in unseren Programmablauf und sind dadurch auch in der Lage, bei zum Beispiel einem Endschalterproblem intelligent drumherum zu fahren. Das heißt, da muss nicht der Anwender eingreifen, neu programmieren, sondern das macht das System automatisch. In der 4.1 natürlich die Automatisierung in CAD ist deutlich zum Sehen und was halt da jetzt im CAM-Bereich, in Programmierung noch kommt. Wir haben da ein paar Punkte, die uns sehr am Herzen liegen und schauen wir, ob die umgesetzt werden. Ich finde schon toll, dass die Automation jetzt wirklich weitergegangen ist. Ich sehe ja das Thema Messen im Fertigungsprozess auch als wesentliche Steigerung der Sicherheit an, weil ich bin jetzt in der Lage, im Vorfeld wieder die Aufspannlage zu überprüfen, vollautomatisch den Bezugspunkt zu korrigieren, aber auch beliebig im Prozess einfach zu sagen, zwischendrin muss ich mal messen, ist noch alles in Ordnung, kann ich den nächsten Schritt gehen. Also persönliches Highlight war für mich, dass endlich das realisiert wird, was ich mir schon seit 20 Jahren erträume, diese Template-Technik auf Basis von Templates mit Bauteilklassifikationen automatisiert zu programmieren. Das ist, glaube ich, das, was unsere Branche gerade in den Dachstaaten Deutschland also sehr, sehr nötig hat. Ja. Warum ich zur Tepes Hausausstellung gekommen bin, weil mich die Zukunft vom deutschen Werkzeug- und Formbau interessiert. Die gibt oft mehr her als eine richtige Messe.